So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fangen heute mal eine ganz neue Thematik an. Und zwar, es geht nach Stuttgart. Wir sind ja mit unserer T1-Restauration mit Renate jetzt soweit durch. Das heißt, wir haben euch soweit karosserietechnisch einmal alles gezeigt. Innenraum, Motortechnik, eigentlich alles. Ja. So, nun kam aber Volkswagen Nutzfahrzeuge auf die Idee, dass es noch einen weiteren T1 geben wird. Ja. Okay, was genau passiert da? Wir sind heute in Stuttgart und werden eine externe Firma besuchen, die für uns elektrifizierten T1 Samba baut. Mhm. Ihr habt richtig verstanden. Es gibt einen T1 Samba, der zu 100% Elektro ist. Mhm. Hat sage und schreibe 60 kW. 60 kW, das sind knapp über 80 PS. Ne? Gucken wir mal, wie sowas dann fährt. Noch ist er nicht fertig. Wir werden da gleich mal hinfahren und uns das angucken. Für mich völlig Neuland, für dich denke ich auch. Völliges Neuland. Für René auch. Mal gucken, ich bin sehr gespannt. Das heißt, wie ist da aktuell so der Bauzustand von diesem Auto? Also es war auch komplett ein restaurierungsbedürftiges Fahrzeug. Die haben also erstmal Blechkleid gemacht, das wurde beim Schwan gemacht. Da kommt Alex wieder ins Spiel. Genau, dann lackiert wurde es wiederum bei uns, alles ein bisschen gemischt. Sattler wieder dann hier in Stuttgart. Mhm. Und dann ist dann ein Antrieb vom E-Up reingekommen in das Auto. Mhm. Grob erstmal, Details werden wir später noch erfahren, grob vom Up. Und geänderte Achsen, soweit ich weiß, Innenausstattung so ein bisschen nach unseren Wünschen, Farbe nach unseren Wünschen, hat natürlich mit dem Originalsamba nicht viel zu tun, außer die Optik, die man so kennt. Mit dem Fensterchen und sowas. Können wir Farbe und so schon verraten? Ja, das ist so ein Matt-Gold und ein Orangeton von Volkswagen. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass selbst Volkswagen Nutzfahrzeuge da so ein Pilotprojekt macht, um neue Technik mit alten Autos und auch, ich sag jetzt mal, alten Liebhabern so zu verbinden. Inwieweit wir beide als absolute Benzin-Junkies da was mit anfangen können, müssen wir erst klären. Aber natürlich interessiert es uns, weil ich finde es schon cool, die Technik da einzubauen. Und deswegen würde ich sagen, los geht's zur Firma E-Classics und mal gucken, was Herr Moschel da so gebaut hat. Oh. Hi, haben wir schon direkt den Verantwortlichen. Genau. Hi. Grüß dich. So, komm mal rein, René, sonst ist es kalt. Das ist Herr Moschel. Wir haben ja schon mal grob im Voraus erklärt, was du hier eigentlich so tust. Aber ich würde trotzdem sagen, beschreib mal nur mit ein, zwei Sätzen kurz, was du in deinem Unternehmen eigentlich treibst. E-Classics, wir elektrifizieren historische Fahrzeuge. Also speziell hier ein T1, ansonsten VW Käfer, Buggy, was eben kommt. Alles schon dabei gewesen? Alles schon, ne? Käfer, Buggy, T1. Genau. Buggy steht da. Nur VW oder auch andere Autos? Jetzt haben wir uns spezialisiert auf VW. Genau. Ist das der erste T1, den ihr gemacht habt? Der erste Bus? Das ist der erste T1. Also das ist quasi ein Prototyp? Sozusagen. Ja, siehst du, Marius, der kriegt da richtig was geboten hier, ja, heute. Ich hoffe, wir können bald fahren. Wir können fahren, ja. Wie lange macht ihr das schon? Also umbauen tue ich jetzt, ich selber, 10 Jahre. 10 Jahre. Und das Professionelle, so wie jetzt hier mit VW-Komponenten, das machen wir jetzt seit 1,5 Jahren. 1,5 Jahre, okay. Weil so lange gibt es ja diese ganze Technik eigentlich auch gar nicht, ne? Nein. Noch nicht, ne? Okay. Ich überlege, wo wir anfangen. Das Ganze ist ja ein bisschen komplexer, als jetzt einfach nur dort einen Motor und ein Getriebe reinzuhängen. Weil ihr müsstet wahrscheinlich schon einiges ändern an dem Fahrzeug, damit das überhaupt so funktioniert. Richtig, ja. Was sind so die größten Baustellen? Also beim T1 ist es so, dass wir neue Achsen einbauen. Verstärkte Achsen, Vorder-, Hinterachsen. Vorne und hinten, okay. Mit Bremsscheiben. Wir haben einen Bremskraftverstärker mit Unterdruckpumpe. Eine Zahnstangenlenkung. Und das Ganze eben verstärkt. Das müsste jetzt natürlich genau deine Baustelle eigentlich hier sein, ne? Weil mich interessiert mal, wie das funktioniert. Du kennst die Dinger hin- und auswendig, ne? Ja. Auf jeden Fall für den Zuschauer schon mal. Elektrotechnik ist ja so eine Sache, man vergisst immer, wie viele Funktionen der Benzinmotor dann doch auch noch außerhalb des eigentlichen nach vorne fahren hat. Sowas wie zum Beispiel Unterdruck erzeugen für einen Bremskraftverstärker. Genau. Das heißt, da muss extra eine Pumpe rein? Genau, extra eine Komponente. Das gibt es im Audi A8, die sind überall verbaut. Und die ist auf unserem System angepasst. Cool. Erstmal schmeißen wir schon mal ganz kurz rein. Was hast du zur Farbgebung? Du siehst ihn jetzt ja auch das erste Mal. Ja. Ist auf jeden Fall mal ganz was Neues mit dieser Mischung aus Matt, glänzend, Chrom. Ja.
und so weiter. Im Zusammenhang finde ich es aber eigentlich ganz cool. Also ich finde, man sieht auf jeden Fall, dass Volkswagen Nutzfahrzeuge da ein bisschen ihre Finger im Spiel hatte. Ne? Weil der typische Oldtimer würde jetzt ja nicht auf die Idee kommen, so diese Mischung aus matt und glänzend und so weiter. Ne? Ja. Das ist ja schon ein bisschen was Besonderes. Ich finde es ganz cool. So, okay, pass auf, wir machen das mal ganz einfach. Ich würde sagen, zeig uns mal am Auto, was alles so geändert werden musste. Wir arbeiten uns mal von vorne nach hinten, würde ich sagen, weil der interessante Teil ist dann wahrscheinlich hinten. Ne? Genau. Ja, also von außen sieht man in dem Bereich die Batterie, wo die Batterie aufgehängt ist. Das gucken wir uns gleich von unten an. Was auf jeden Fall markant ist, wenn wir ganz vorne anfangen wollen, sind schon mal die Scheinwerfer. Daran sieht man es schon mal. Ne? Ah, ja. Da ist Elektrifizierung im vollen Gange. Ja, das hat aber eigentlich nichts mit dem eigentlichen Elektroumbau zu tun. Das ist Aber wir hatten vorhin schon im Voraus so ein bisschen erklärt, dass Sinn von Volkswagen Nutzfahrzeuge war, einen T1 so ein bisschen alltagstauglicher zu machen. Ne? Und wenn man so ein Auto dann halt doch mehr fährt, gehört einfach auch dazu, dass man auch mal ein bisschen was sieht. Ne? Weil da ist man ja von den heutigen Autos schon verwöhnt. Das haben wir bei uns im Käfer auch drin und man fährt mit 100, 120 und man sieht was. Ja. Das heißt, das ist LED? Das sind LED, ja. Cool. Voll LED. Ich würde sagen, wir fahren das gute Stück mal hoch und gucken mal von unten so ein bisschen einzeln hin. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall Herrn Wimmer, den Profi. Ich muss erst mal kurz verarbeiten. Ist auf jeden Fall was besonders ist. Also ich erinnere mich ja auch noch so, ich bin jetzt ja auch schon halber T1-Profi durch Renate. Ne? Lenkung sieht auf jeden Fall komplett anders aus. Ja. Das ist Golf 1 Lenkgetriebe, oder? Das ist vom Golf 1. Die Anbindung kenne ich noch, weil ich habe nämlich damals in dem Einser selbst das Gehäuse verchromen lassen. Und deswegen kenne ich das doch ziemlich genau, wie das aussah. Ja, ich finde krass, das doch ist. Aber das ist ja komplett anders. Ne? Genau, komplett anders aufgehängt. Massive Querlenker. Ja, wofür ist das notwendig? Jetzt in dem Fall vorne bei dem Auto? Weil wir etwas mehr Gewicht haben und das Fahrverhalten von einem T1 mit vielleicht doch ein bisschen mehr Power ist diese Achse schon sinnvoll. Wahrscheinlich aber auch ein Problem, die Bremssättel an der alten Achse zu bekommen und so weiter. Okay, also ihr habt also auch die Achsen anders gebaut, wirklich, damit selbst das besser fährt. Richtig, genau. Bremsen, ganz wichtig, einen Bremskraftverstärker. Bremskraftverstärker, ja. Weil das ist ja wirklich schon, das gefällt mir, ne? Das sieht schon sogar ein kleines Gewindefahrwerk. Ne? Man sieht auf jeden Fall, dass die ganze Achsgeometrie ist eine andere jetzt. Ne? Ja. Das ist jetzt hier wirklich Doppellenkerachse mehr oder weniger, ne? Mit einem schönen Gewindefahrwerk. Jetzt mal, weil wir original hier auch einen Stoßdämpfer stehen haben mit den Rädern da drin. Das ist ja schon fast so gebaut, wenn man den Stoßdämpfer versetzen würde, könnte fast Allrad rausmachen. Ja. haben wir schon alles im Hinterkopf. Gibt es doch noch den Elektro-Safari T1 wahrscheinlich. Ne? Haben wir schon alles im Kopf. Nee, weil das würde sich wirklich so anbieten. Ne? Das ist ja prädestiniert dafür, eine Antriebswelle durchzustecken. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal krass massiv aus. Was ich auf jeden Fall schon mal cool finde, ist, dass die Kiste auch von unten wieder wie neu aussieht. Halt, ne? Genau. Ja. Das ist ja wirklich komplett überarbeitet, restauriert, neu aufgebaut. Das Auto war ein Wrack, als wir das bekommen haben. Einmal Neuwagen. Was ist das Steuergerät, was wir hier schon so das erste Mal sehen? Also, fangen wir hier an. Durch das, dass wir keine Verbrennung mehr haben, brauchen wir eine Heizung. Ja? Mhm. So, das ist ein PTC Wasserheizer. Mhm. Also wir erhitzen Wasser. Und hier ist ein Luftgebläse, da kommt nachher noch eine Isolierung rüber. Und wir pusten die heiße Luft in den Original Luftstromkanal von diesem T1. Das heißt dann für Frontscheibe oder für Füße halt. Genau. Ja. Man könnte jetzt auch noch theoretisch hergehen und nochmal eins noch in den Innenraum und hinten auch nochmal erwärmen. Das heißt, das Teil ist dafür zuständig, dass es auch überhaupt eine Heizung gibt. Genau. Ja. Weil sonst wäre das gar nicht möglich. Also da geht 7 kW? Ja, die macht schnell warm. Ich glaube, es ist auch Vorschriftenheizung zu haben. Ne? Ja, also beim T1 ist es, glaube ich, noch wegen Frontscheibe, das ist nicht einfällt. Ist irgendwo Anfang 70, wo dann vorgeschrieben war. Okay. So, dann haben wir hier einen Riesenkasten. Das ist die Batterie. Das sieht nach Batterien aus, okay. Was kannst du so zu den Batterien sagen? Also erstmal, was wiegt dieses Paket, so wie ich sehe es? Weil du sagtest, dass das Fahrzeug schwerer wird, deswegen Achsen und so weiter anders. Also wir haben so ungefähr beim T1 250 Kilo mehr Gewicht wie vorher. Diese Batterie ist komplett einkonstruiert, das Gehäuse. Die Module stammen vom MIB, also vom MID3, haben 7 Stück verbaut. Und bringen dann 48 Kilowattstunden. Leistung zusammen. Das heißt, das Auto liegt jetzt immer so bei 1300 Kilo. Sowas. Ja. Und
mit was für einer Spannung arbeitet dieses System? Für die, ja. Weil Elektrotechnik ist bei uns auf dem Kanal noch ziemlich was Neues. Das sind also Hochvolt, 400 Volt ist so die Range. Das heißt, zwischen Batterien und Motor liegen tatsächlich 400 Volt. Genau. Okay. Ich anfasse. Ja, aber die Systeme sind so sicher gebaut, also da bedarf es schon sehr viel Manipulation. Und da irgendwas. Das heißt, da gibt es richtig Richtlinien für Crashverhalten und all solche Sachen. Okay, krass. Ja, wahrscheinlich auch Mitarbeiter extrem schulen und so weiter. Genau, das also steht mir. Mussten alle Hochvoltscheine machen. Ja. Die Mitarbeiter, wo an der Bühne arbeiten, sensibilisiert werden. Ja. Sogar die Putzfrau, ja. Was ich mir vorstellen könnte, gerade bei dem Bus hängt das Ganze jetzt ja schon ziemlich tief am tiefsten Punkt, dass das natürlich sich positiv eigentlich auswirkt auf das ganze Fahren von so einem Bus. Genau, richtig. Ja. Also, weil wenn der Schwerpunkt wirklich hier unten ist, dann glaube ich, ist so dieses ganze Wankverhalten und sowas wird natürlich weniger. Ja, ihr könnt das, wenn ihr nachher mal im Käfer fahren wollt, im E-Käfer, da habt ihr das gleiche Ergebnis. Das Ding liegt wirklich satt auf der Straße. Ja. So, dann geht es nach hinten weiter und hier sehe ich schon, dass das... Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass wir die Karosserie im Ganzen versteift haben. Ah, das kommt auch noch. Also diese Längsträger, die sind aufgedoppelt und in den Längsträger sind nochmal Knotenbleche eingebaut, um das Ganze steifer zu bekommen. Also schon massiv an der Karosse auch was verändert wird. Man muss schon was dran tun, ja. Vorsichtsmaßnahmen oder war das Pflicht für TÜV und so weiter? Das war schon mit dem TÜV so abgesprochen. Das ist bekannt, auch aus der Szene von Leuten, wo ein Porsche-Motoren so einbauen. Ja. Ja. Die verstärken dann auch immer die Räume. Ja. Das heißt, original ist es ja nur so ein U. Ne? Genau. Ihr habt das dann noch verschlossen und verstärkt und so weiter. Genau, richtig. Ja. So, jetzt kommt, glaube ich, fast die größte Umbaumaßnahme. Als erstes sehen wir hier schon mal keinen luftgekühlten Motor mehr. Kein Getriebe mehr, beziehungsweise nur so ein, wie heißt es im Fachjargon? Also wie heißt das? Man nennt es eigentlich nur E-Maschine, ja? Nur E-Maschine, okay. E-Maschine, gut, ist noch ein Differential drin. Ja. Ist es irgendwie gesperrt oder ist das offen? Das ist offen. Ist offen, schau. Aber auch die ganze Achse, ne? Also für mich selbst als Nicht-T1-Experte sehe ich natürlich sofort, dass die Achse hier mal komplett auch anders konstruiert ist, ne? Genau. Das war auch einfach auch wieder notwendig, wahrscheinlich sogar mehr aus fahrtechnischen Zwecken und so weiter, ne? Ja, einmal das und vor allem, es fängt schon an, normalerweise haben wir hier diese Getriebehörner, die müssen wir abnehmen, weil wir sonst diesen Bauraum nicht haben. Ah, also doch Bauraum auch. Genau, ja. Und dann ist es eigentlich so, diese eigentliche Schräglenkerachse oder die bestehende Achse vom T1, die ist für Dieselantrieb ungeeignet. Ja? Mhm. Also wir sind gezwungen, das umzubauen. Ja? Der hat dann diese Schwerter drin, diese Teilstäbe. Rund um Scheibenbremse? Ja. Alles VW-Teile. Mhm. Komplett VW-Komponenten, neuester Stand. Ich finde diese Mini-Querlenker oben süß hier. Ja, das sieht irgendwie süß aus. Ja. Ja, so an der Stelle können wir jetzt nämlich verkünden, dass. Was für eine Technik steckt hier eigentlich drin? Wo kommt die her? Wir haben ein Mix aus der Antrieb. Also die Maschine stammt vom E-Hub und die Batterien von ID3. Das heißt, hier ist richtig Technik aus dem VW-Konzern verbaut. Und genau da steigen wir jetzt ein und beamen uns mal einmal kurz nach Kassel und gucken uns die Produktion von diesem Motor an. So, wir haben es nach Kassel geschafft. Wir sind jetzt tatsächlich in der Fertigung von unserem E-Antrieb. Ich habe die beiden Zuständigen auch schon gefunden und die beiden werden uns jetzt mal einmal erklären, was genau hier eigentlich passiert. So, erstmal vorweg, das ist der E-Antrieb aus dem VW-Up. Das ist der E-Antrieb aus dem VW-Up, bestehend aus der E-Maschine in diesem Bereich und dem kleinen Getriebe in diesem Bereich. Der wird vollständig hier in Kassel gebaut. Wir bauen den Stator, den Rotor und die Getriebebauteile und setzen das Ganze zu den fertigen Aggregaten zusammen. Okay, cool. So, das heißt, wir haben hier den Motor. Das ist der Rotor, genau. Hier vorne ist der Stator und somit ergibt sich hier die E-Maschine mit den Anschlüssen zu dem Fahrzeug, zu den HV-Anschlüssen Batterie. Und hier auf dieser Seite ist das Getriebe, wo wir das Antriebsmoment auf die Straße über die Gelenkwelle übertragen. Das heißt, das Ganze ist in Summe deutlich einfacher aufgebaut als der herkömmliche Verbrennungsmotor mit Getriebe und so weiter. Genau, das Getriebe ist auf eine Verzahnungsstufe reduziert. Mhm. Normalerweise verbauen wir in Handschalter oder in DSG-Getrieben um die 18 Zahnräder. Hier sehen wir nur 6, die wir miteinander kennen. Nochmal kurz für den Laien, weil Elektrotechnik ist auf unserem Channel was ganz Neues. Ja. Wie funktioniert so ein E-Motor? Ja, ein E-Motor wird zum einen über die Batterie gespeist. Es ist ein ganz normaler Drehstrommotor, Dreiphasenmotor, der über die Batterie gespeist wird und erzeugt dadurch sein Drehmoment.
Das heißt, man kann grob sagen, durch die Einspeisung von der Batterie erzeugen wir ein Magnetfeld. Und wir haben einen Dauermagneten da drin und somit dreht er sich immer weiter. Genau, wir haben drei Phasen in dem Stator. Also das ist das Teil, was im Prinzip verstromt wird. Dort haben wir die drei Phasen UVW. Ja, die haben jeweils 10 Spulen drin, bestehend aus 5 Teilspulen, 13 parallele Drähte an Pufferwicklungen drin. Die erzeugen dann das Magnetfeld in drei Phasen, sodass der permanent Magnet zum Drehen angelegt wird. Das heißt, in Summe auf 360 Grad gesehen, sind es auch nur drei Felder oder wiederholt sich das Ganze immer wieder öfter? Genau, es sind drei Phasen, sind drei in Summe, okay. Die sich wiederholen. Ja. Wiederholen, okay. Genau. Das sieht man auch bei uns im Fertigungsprozess, dass wir die drei Phasen nacheinander einziehen. Das Coole an diesem Elektromotor ist, der funktioniert quasi ab Punkt Null. So, also das heißt, sobald er andreht, hat er schon gleich volles Drehmoment. Ja. Deswegen brauchen wir auch kein Getriebe und kommen mit einer Übersetzung von 0 bis 150 km/h oder so, genau. In dem Dreh, würde ich mal denken. 140. 140. KW erzeugt das Ding jetzt hier? 60 KW. Das Ding heißt ja auch EAQ210, Elektroantrieb Pferd 210. Mhm. Und das Pendant der Golf wäre der EAQ270. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an der Teilewand an. Jetzt haben wir das Ganze hier nochmal einmal zerlegt und können uns die Einzelteile nochmal angucken. Genau. Ich würde sagen, wir fangen mal bei dem Elektromotor einmal an, weil das ist ja eigentlich das Herzstück von dem Ganzen. Ne? Ganz genau, um den geht's. Wie wir eben schon gezeigt haben, besteht zum großen Ganzen aus dem Rotor und dem Statorbauteil. Ja, wie man hier an der Wand schön sehen kann, das Rotorbauteil ist Permanentmagnet. Also wir haben eine PSM, permanent erregte Synchronmaschine. Das heißt, da sind Dauermagneten drin, die man hier auch sehen kann. Also wir haben 6 einzelne Blechpakete, das sind paketierte Blechscheiben sozusagen. Also es ist nicht ein Teil, sondern das sind ganz viele kleine Scheiben, dass sich die Wirbelströme für das Magnetfeld gut ausbreiten können. Wofür sind diese ganz kleinen Öffnungen und so weiter hier drin? Diese kleinen Öffnungen, also die großen Öffnungen sind erstmal für die Magnete selbst. Also diese hier und die anderen Öffnungen, das sind praktisch Kavitäten im Blechschnitt drin, die einen magnetischen Fluss begünstigen. Okay, also jedes Produkt für verschiedene Anforderungen hat bei uns verschiedene Blechschnitte. Mhm. Ja, das Ganze wird abgerundet durch 2 Wuchtscheiben noch. Das heißt, das ist ja ein rotierendes Bauteil, wie man es beim Autoreifen kennt, muss das Ganze auch ausgewuchtet werden. Okay, so und dann haben wir hier den Stator, das heißt, das Ding steht. Genau. Da läuft der Magnet drin. Genau. Hier haben wir jetzt Phase 1, 2, 3. Genau, UVW. Mhm. Darüber wird praktisch der Strom in den Stator gebracht und der Rotor rotiert im Drehfeld des Stators. Ja? Mhm. Warum schiebt man diese Pakete in diesen Stator rein, also in dieses Metall? Weil, damit sich das Magnetfeld entfalten kann. Das ist wie im Physikunterricht. Da hat man es ja früher auch gelernt, dass ich einen Blechkern habe und wenn ich da drum Kupferwicklung mache, dann entsteht ein Magnetfeld. Okay, das heißt, wenn man das aus Plastik, Kohlefaser oder irgendwas anderes, würde es nicht funktionieren. Ja. Deswegen ist so ein Motor nämlich auch immer so schwer. Ja, weil das nämlich aus Metall sein muss. Okay, cool. Genau. Geht's weiter. Da oben sieht man logischerweise 3 Phasen, 3 fette Kabel. Genau, das ist das HV-Kabel und darüber wird praktisch der Strom von außerhalb des Getriebes ins Getriebe, respektive in den Stator gebracht. So, jetzt sieht man hier nochmal zum Schluss, das gesamte Gehäuse um den Motor rum ist wasserumspült. Ganz genau, und dafür sind die Stutzen und da fließt das Wasser später durch, das Kühlwasser. Das heißt, so ein Motor wird richtig heiß, der muss gekühlt werden. Ja, ganz genau. Also die Hitze entsteht im Prinzip durch den drehenden Rotor, wird praktisch die Kupferwicklungen werden heiß und auch die Magnete werden heiß. Mhm. Und diese Hitze muss ich abführen. So viel nochmal zum Thema Elektrotechnik. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wie das Ganze gebaut wird. Gehen wir los. So, und jeder von euch, der sich schon mal gefragt hat, warum das so ein komisches Geräusch macht, wenn ihr auf P beim Automatikgetriebe geht, bevor ihr schon steht. Relativ einfaches Prinzip, da ist einfach ein, ich nenne es jetzt mal Zahnrad, wo dann einfach am Ende ein Stift reingeht. Und wenn sich das Ganze natürlich noch dreht und versucht, der Stift sich da einzuhaken, dann macht es dieses ganz unschöne Geräusch, bis er dann endlich Klack macht und drin ist. Ist gesetzlich so vorgeschrieben, dass es eine mechanische Parksperre gibt. Hier hinter uns seht ihr jetzt den ersten Schritt der Statorfertigung. Das heißt, hier werden die einzelnen Spulenpakete gewickelt. Richtig. Man stellt sich das immer relativ einfach vor. Praktisch ist das aber schon ziemlich kompliziert, weil so wie du sagtest, sind das mehrere hundert Meter Draht, die da drin sind. Genau. Die jetzt gewickelt werden. Ja. So, dann kommt noch das Problem dazu. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Draht, der da irgendwie liegt, sondern wir haben die drei Phasen. Genau. Das heißt, das Ganze wird jetzt wie hergestellt? Das kann man jetzt hier hinten sehen, am Wickler selber. Also wir haben die Tonnen hier, da ist das Kupfer drin. Mhm. Wir haben 13 Drähte parallel, die wir um einen Balken wickeln sozusagen. Mhm. Und das ergibt eine Spule. Mhm.
Diese Spule legen wir auf einen Werkstückträger ab und machen das Ganze fünfmal, sodass wir fünf Spulen auf einem Werkstückträger haben. Und dieser Werkstückträger geht dann zum Einziehen. Dann wird das Kupfer eingezogen in das Blechpaket und das Ganze geht wieder von vorne los. Im Prinzip dreimal. Am Ende müssen die alle fünf ja miteinander auch verbunden sein. Genau. Das geschieht auch später. Das passiert später über das Verschalten. Ja? Okay. Also der erste Schritt nach dem Wickeln ist halt das Verschlauchen. Und da werden die Abgänge dieser Spulen werden verschlauft, also isoliert und werden dann in einer bestimmten Reihenfolge verlegt, sodass später diese verschweißt werden können. Okay, weiter geht's. Ich finde, hier können wir nochmal sehr schön die einzelnen Phasen zeigen. Ja. Das heißt, eine Phase, ja. Zweite Phase. Dritte Phase. Also Reihenfolge andersrum, aber jedes eine extra Phase, ja. Und dieses Weiße, was man jetzt hier sieht, fühlt sich auch so ein bisschen härter an. Das ist wie Klebeband? Das ist Isolation dazwischen, zwischen den einzelnen Phasen, dass die keinen Kontakt haben. Ja, das sind Klebepads. Ne? Weil jetzt muss man dazu sagen, wenn hier irgendwo was aneinander kommen würde, wäre gleich Kurzschluss. Dann würden Kurzschlüsse entstehen und die Maschine wäre kaputt. So, wie geht's jetzt weiter? Jetzt legt der Mitarbeiter praktisch alle Spulenabgänge, werden verschlaucht, wie man hier schon sieht. Für die erste und für die zweite Phase ist das schon passiert. Das würde jetzt für die dritte Phase auch passieren. Und danach wird der Wickelkopf geformt. Der ist jetzt hier so ein bisschen auseinander, das ist noch nicht so schön. Der würde auch drin reinhängen und danach wird er geformt und nach außen gedrückt. Und erst wenn er das getan hat, wenn er nach außen gedrückt ist, dann werden die Enden, praktisch die verschlauchten Kupferenden, werden verschaltet und werden dann am Ende auf drei Phasen UVW und fünf Sternpunkte verschweißt. Hier sieht man auch nochmal schön das Papier. Ganz genau. Und zwar ist das Innere, ist das Nutisolationspapier, das was hier die kleinen Kragen links und rechts hat. Das ist praktisch in der Nut nach hinten gesehen im Blech drin. Und nach vorne habe ich nochmal Papier, Deckschieberpapier, was praktisch die Nut abschließt. Krass. Also schon jede Menge Komponenten da drin. Ja. Wird durch Widerstand in den Wicklungen erzeugt und damit die Wicklungen nicht aufgehen, wird das Ganze bandagiert. Das heißt, es wird im Prinzip ein Faden drum gehäkelt, der später das Aufkloppen von dem Wickelkopf verhindert. Wenn das Ganze einmal imprägniert ist und fest ist, bräuchte ich das nicht mehr. Aber das ist jetzt ein Schritt, den ich in der Fertigung brauche für das Imprägnieren, damit die Formstabilität von dem Wickelkopf gegeben bleibt. Der Faden bleibt aber später dran. Er bleibt dran. Der wird nicht wieder erst entfernt. Genau. Nach dem Imprägnieren ist das Ganze auch steinhart. Okay. Also das kann man sich dann vorstellen wie Plasteverguss so ein bisschen. Das ist auch ein Epoxidhart, das ist durchsichtig, aber das wird steinhart später. Und damit ist der Stator zum einen komplett isoliert, weil das Harz auch in jegliche Nuten reinläuft. Und nochmal, wenn ich noch Stellen hätte, die irgendwo Kontakt hätten, dann würden die durch das Harz isoliert werden und er wird natürlich formstabil ohne Ende dadurch. Und somit ist er imprägniert für den späteren Laufzyklus. Ja. Also das ist unsere Imprägnieranlage, das heißt jeder Stator wird nach, sage ich mal, mechanisch fertigen Aufbau imprägniert. Wir tauchen sozusagen den Stator in flüssiges Epoxidharz und bestromen ihn dabei. Und durch den Widerstand, der entsteht, entsteht Hitze in der Kupferwicklung. Und durch die Hitze geliert das Harz an dem Stator. Dann wird das Ganze definiert abgeblasen, weil wir wollen ja nur Harz haben, da wo wir es brauchen, nämlich am Kupfer, nicht am Blechpaket. Weil da wollen wir später den Stator ins Gehäuse fügen. Und nur mit dem Widerstandsaushärten ist es nicht getan, weil wir haben bestimmte Peripheriestellen wie diese Verschlauchung oben, die Fäden und. Da kriegen wir nicht so viel Hitze rein und deswegen stecken wir den Stator nochmal in eine UV-Kabine und bestrahlen den mit UV-Licht. Aber das Ding wird wirklich komplett getränkt in dem Harz? Das wird komplett eingetaucht. Also bis zur Hälfte von den Phasen ungefähr. Die Phasen gucken oben raus, weil die Kontaktstellen müssen sauber bleiben. Ja, ja. Aber alles andere wird komplett reingetunkt. Und wie stellt man sicher, dass der Harz auch nicht komplett auf dem Ring ist? Das hatte ich gerade nicht verstanden. Wir blasen hinterher nochmal ab. Also wir tauchen ein und dann blasen wir den Bereich des Blechpaketes blasen wir ab. Okay, cool. Los geht's. Und die UV-Aushärtung ist im Prinzip nochmal, damit ich... Das geht ein bisschen schneller nochmal als die Stromaushärtung und die Bereiche, wo ich keine Hitze reinkriege, in die Schläuche, in die Gummiteile, da arbeite ich dann mit UV-Strahlung und deswegen geht das Ding nochmal in eine UV-Kabine wie ein Solarium und wird dann Rest ausgehärtet. So, der ist jetzt fertig. Ganz genau. Ja, man merkt, der ist jetzt wirklich knüppelhart geworden. Fäden sind noch da. Jetzt sieht man das auch ganz gut. Da ist jetzt komplett überall einmal Harz drüber. Ganz genau. Und man sieht es auch, wie es hier richtig überall reingelaufen ist. Ja, das sind 600 Gramm Harz ungefähr, das überprüfen wir auch. Wir wiegen den Stator vorher, dann imprägnieren wir den und wiegen den hinterher nochmal. Und bei dem Ab ca. 600 Gramm Harz. Ist Pflicht, so viel muss drauf. Da gibt es die Vorgabe, auch das Zeichnung und dagegen prüfen wir.
wird er jetzt anschließend auch auf Durchgang, Widerstand und so weiter geprüft, oder geschieht das jetzt ganz am Ende? Nein, das geschieht einmal vor dem Imprägnieren und einmal nach dem Imprägnieren. Ah, also an beiden Stellen. Und da wird einfach nur Widerstand gemessen, oder was ist das wieder genau gemacht? Da werden Stoßteilentladungen, Widerstandsprüfungen, Gewichtsprüfungen und ich sag mal sämtliche elektrische Kennwerte, die später für das Auto relevant sind, für den Betrieb. Okay, aber sonst ist der Stator jetzt theoretisch fertig? Der Stator ist fertig und wird jetzt praktisch in die Folgemontage geschickt und wird dort verbaut. Okay. Praktisch ins Motorgehäuse eingeschrumpft. So, nachdem unser Stator jetzt fertig ist, übernimmt Viktor und zeigt uns das Ganze nochmal für den Rotor. Genau. Hier ist die erste Station von dem Rotor. Hier werden die Blechpakete übereinander gesetzt. Die Magnettaschen werden mit Klebstoff benetzt. Und dort werden dann unterschiedliche Größen von Magneten eingesetzt. Aktuell sind das noch keine Magnete. Wir sehen, es ist noch keine Magnetkraft da. Das passiert im späteren Prozess. Das heißt, hier kommen mehrere Scheiben übereinander? 6 Scheiben übereinander und jeweils wird diese Tasche und die kleine Tasche mit Klebstoff benetzt und die Magnete werden automatisch eingesetzt. Am Ende wird der Rotor auch noch gewuchtet. Das sieht ziemlich ähnlich aus wie aus den Videos von Björn. Das heißt, das Teil kriegt Maximaldrehzahl, ich glaube fast 12.000 Umdrehungen. Es wird einfach die Unwucht ermittelt und am Ende wird an den Aluplatten am Ende passende Bohrungen gesetzt, damit alles am Ende wuchtig ist und schön laufruhig ist. So, das Paket kommt von unten, hat 180 Grad. Die Welle hat ganz normal Raumtemperatur. Und das Ganze wird jetzt unter Druck dort einfach reingepresst bzw. zusammengefügt. Sieht einfach aus, wird aber ganz gut Bums hinterstecken. Und zack ist das Ganze zusammengefügt. So, hier haben wir jetzt unseren fertigen Rotor und hier seht ihr auch nochmal die ganze Wuchtbohrung, was ich euch gerade erklärt habe. Die Unwucht wird ermittelt und anschließend an der passenden Stelle gebohrt. Das war's. So, wie geht's hier jetzt weiter? Ja, wir befinden uns hier in der Endmontage. Die einzelnen Komponenten sind soweit fertiggestellt worden und der Montage zugeführt. Und hier werden in unterschiedlichen Montageschritten Fügen, Schrauben und Zusammensetzen das Aggregat zusammengebaut. Das heißt, nach diesem Fließband kommt wirklich das fertige Aggregat am Ende raus? Genau, das fertige Aggregat werden wir dann am Ende der Prozesskette sehen. Hier fangen wir an, so dass wir die einzelnen Bauteile auf die Werkstückträger aufsetzen und einmal durch die Montage durchfahren. Und das heißt, diese Werkstückträger, die fahren dauerhaft mit? Genau. Also ist jetzt wirklich Schritt für Schritt passiert jetzt? Genau, was? Die fahren durch jeden Prozess der Montage einmal mit dem Produkt. Das heißt, hier werden die ganzen Lager eingesetzt, Lagerspiele gemessen, genau. Stator eingesetzt. Stator gefügt, Rotor wird gefügt, dann werden die E-Maschine und das Getriebe wird miteinander verheiratet und das schauen wir uns in einzelnen Schritten jetzt genau an. Mit Stator gefügt heißt, der wird auch nicht reingesetzt und verschraubt, sondern der wird ähnlich wie eben mit der Welle erhitzt und rein. Das Motorgehäuse wird warm gemacht, so warm gemacht, dass ich eine Überdeckung zwischen dem Stator und dem Motorgehäuse habe. Das Ganze wird zusammengesetzt und dann kühlen wir das Ganze ab, so dass ich einen Pressverband erzeuge. Okay. So, jetzt habt ihr schon so viel Technik gesehen. Ich würde sagen, jetzt gibt es mal ein bisschen Musik und wir zeigen euch mal Schritt für Schritt, wie das Ganze zusammengebaut wird. We'll be right back.
So, das war die Fließbandfertigung, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja, Montageprozesse. Kleine Zwischenfrage in dem Moment schon mal. Wie viele Antriebe werden hier pro Tag gebaut? Also unsere Kapazität liegt aktuell bei 280 Einheiten am Tag. Mhm. Und die bauen wir auf. Drei Schicht? In drei Schichtbetrieb. Okay, das sind ja schon mal ein paar. Achtung, kommt mal wieder einer. Ja, genau. Wir sind jetzt mit Bauteilen belagert. Also, wir stehen hier vor dem Prüfstand. Alle Antriebe, die unsere Prozesskette EO durchlaufen, gehen hier in den Prüfstand rein, wo wir A, die mechanische Funktion prüfen, B, die elektrischen Kennwerte und die E-Maschine abfahren und parallel dazu noch die akustischen Gegebenheiten von dem Antrieb überprüfen. Das heißt, da findet richtig auch eine Leistungsmessung statt? Das heißt, volle. Genau, wir fahren komplett alle Drehzahlrampen, alle Drehmomentrampen und gleichzeitig prüfen wir, wie das Aggregat sich akustisch verhält, um den Kunden einen bestmöglichen leisen Antrieb zu geben. Und auch schon komplett mit allen Betriebsflüssigkeiten befüllt? Komplett alles befüllt. Öl ist drin, Wasser ist drin, die AV-Leitungen sind angeschlossen, dass der Prüfstand das Ganze adaptieren kann und somit den Fahrzeugbetrieb nahe. Ich musste gerade erst mal überlegen, Öl ist drin, ist doch gar kein Verbrennungsmotor drin, aber Getriebeöl. Das Getriebeöl ist drin. Okay. Ja. Okay, dann ab auf den Prüfstand. Da hat einen individuellen Barcode. Und dann geht das hier in die Prägestation, wird dort nochmal Klarschrift geprägt und fertig. So, dann sind wir auch final am Ende angekommen. Ich denke, das war richtig aufschlussreich heute. Vielen Dank, Victor, dass du dir Zeit genommen hast, um das alles zu zeigen. Ich fand super geil. Top Abteilung. Hat Spaß gemacht. Sieht alles sehr innovativ und flüssig und schnell aus hier. Wir müssen jetzt weiter nach Braunschweig, weil im nächsten Video beschäftigen wir uns nämlich mit der Batterie. Weil das kommt jetzt nämlich als nächstes. Bis zum nächsten Mal.